Ja, wir sind Internet of Trains. Nein, das ist nicht angelehnt an Internet of Things, aber ja. Also, wir kommen jetzt mal kurz zur Agenda, was wir euch heute überhaupt präsentieren möchten. Alex, mach mal gerade, damit es mal sieht. Also, wir stellen uns gleich erstmal kurz vor, wer sind wir überhaupt, was haben die einzelnen Personen bei uns im Team überhaupt am Projekt gearbeitet, kommen dann zu die DB macht mobil, Open Data der Bahn. Dazu wird dann Anna auch was sagen, wie uns die Deutsche Bahn geholfen hat. Ja, dann erstmal eine Idee, die wir zuerst hatten, aber dann deprecated war. Dazu wird. Ja, okay. Ja. Kein Problem. Gut, wo ist die Folie hin? Danke. Danach erklären wir dann nochmal kurz, dass wir halt eine 180-Grad-Wendung vorgenommen haben, haben halt das genommen, was wir schon hatten, haben dann was Neues draus gemacht. Dazu wird dann auch was erklärt. Wir machen eine kurze Demo-Session, zeigen einfach mal, was wir jetzt geschafft haben, wie sieht das Ganze aus in der Realität, zeigen dann noch ungefähr, was kann man in der Zukunft machen und dann schließen wir das schon ab und kommen zur Feedback-Runde. So, also ich darf einmal vorstellen, Alex Steiner, er war für die iOS-App zuständig, also alles, was auf dem iPhone läuft, hat er fabriziert. Dann Anna Keune, unsere Data Research-Expertin. Sie hat sich hauptsächlich damit beschäftigt, die Daten sinnvoll zu verknüpfen und auch zu beschaffen. Einmal mir selber, Björn Ternes, ich war fürs Backend zuständig. Ich habe mit Cent Framework gearbeitet, also PHP, was vielleicht einem oder dem anderen mehr sagt. Felix Schlegel, er war fürs Frontend zuständig, also alles, was auf der Android-App vorne drauf war, hat er fabriziert. Und, wo ist die Folie? Naja, und Peter, er war noch fürs Backend und auch fürs Code. Also hier die beiden haben dann die Android-App zusammengebastelt. Jo, und zwar das Ziel des Projektes war es ursprünglich, die Routenplanung der Deutschen Bahn anhand der Netzwerkverfügbarkeit des Mobilfunks zu optimieren, sodass man während der Fahrt das optimale Netz hat. Und die Deutsche Bahn hat dazu auch eine REST-API. Das Problem, was dabei aufgetreten ist, ist, dass die REST-API inkonsistent ist in Bezug auf unser Projekt. Und allerdings hat es, und da muss man die Deutsche Bahn echt loben, geschafft, uns einen API-Key für diese API zur Verfügung zu stellen innerhalb von 12 Minuten. Samstags, ja, an einem Samstag. Und wir haben dann überlegt, was können wir noch machen? Wir haben die Deutsche Bahn stellt, und die Deutsche Bahn ist letztlich ein Unternehmen, durchaus viele Open Data zur Verfügung. Und an Bahnhöfen oder in Städten gibt es ja generell auch re relativ viele Daten, die es die da interessant sind. Und wir haben dann weitere Daten eingebunden in die App. Und Alex wird euch jetzt weiter erklären, was da noch passiert ist mit der App. Genau, ein bisschen was zur Umsetzung. Also wir hatten erstmal die ganzen Daten, also wir hatten die Bahnhöfe, die wir dann durchsuchen konnten. Darauf haben wir dann auch noch Wetterdaten angewendet und auch noch ja, Barrierefreiheit und wir hatten auch noch die GPS-Koordinaten von den Bahnhöfen. Das heißt, in Zukunft wesentlich einfacher und schneller weitere Datenpakete auf diese Station anwenden. Also wir haben als Backend ein Cent-Framework verwendet, in PHP geschrieben. Dann haben wir als Android-App, haben wir in Java und XML programmiert und bei iOS, was ich jetzt gemacht habe, wurde Swift und ja auch XML für die UI verwendet. Und ja, um das Ganze immer funktional zu halten, haben wir auch Unit-Tests verwendet. Und ja, insgesamt wollten wir halt das so schaffen, dass wir modular Daten weiterhin hinzufügen können und die Funktionalität erweitern können.
So, jetzt haben wir gleich noch eine Live-Demo von der Android-App. Ja, also unsere Android-App ist ziemlich simpel gestaltet. Man startet die App, hat dann einfach einen Text oder ein Input-Feld, wo man dann eingeben kann, an welchen Bahnhof oder von welchem Bahnhof man die Dateien haben möchte. Dann drückt man, oder dann gibt es halt ein Autocomplete, man drückt auf den Button, dann bekommt man ganz viele Daten dazu gesendet. Ja. Ja, und die Daten sind natürlich dazu da, dass man dass man halt seine Reisen mit der Bahn besser planen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf Aufzüge angewiesen ist, dann ist es natürlich schon gut zu wissen, ob jetzt die Aufzüge am Bahnsteig auch funktionstüchtig sind und aktiv sind, sonst könnte man ja die ganze Reise abbrechen, wenn man damit irgendwie im Rollstuhl sitzt und dann halt auf den Aufzug angewiesen ist und der Aufzug dann nicht funktioniert. Das wäre ein Desaster. Deswegen hilft die App auch dabei, die Reisen besser zu planen.